Ja, herzlich willkommen hier bei Nova Property im wunderschönen Alanya. Mein Name ist Dennis. Wir befinden uns hier im Herzen von Firla. Wer nicht weiß, wo Firla ist, gleich neben Hasbachtsche, zentral gelegen. Hier unten geht es Richtung Stadt, also die Entfernung zum Meer ist auch nicht so hoch. Hier könnt ihr mal schauen, kommen nach und nach Geschäfte. Die Straße wird jetzt hier gerade neu gemacht. Ihr seht es, die ist gerade gestern Abend geteert worden. Das gleiche passiert natürlich auch auf der anderen Seite. Hier geht es hoch in die Berge. Hier oben ist direkt das Isle of Alanya Schild, quasi das Wahrzeichen. Wir werden uns hier eine 2+1 Wohnung anschauen. Wir haben nur noch zwei hier zur Verfügung. Und wir starten direkt mit dem Außenbereich. Das wird noch alles entsprechend begrünt werden. Diese Site hat leider keine Sozialaktivitäten, die wurde für Einheimische konzipiert. Und ganz ehrlich, wenn man eine Zeit lang hier ist, dann nimmt man den großen Pool, nämlich das Mittelmeer. Hier haben wir eine kleine Sitzecke, Barbecue Area, wie gesagt, ist jetzt gerade in der Übergabe, deswegen noch nicht ganz fertig. Einmal um das Gebäude rum haben wir viele Parkmöglichkeiten. Diesen Hügel, den ihr hier oben seht, der wird abgetragen werden. Und zwar auf dieses Basislevel. Und dort soll laut der Planung ein Marktplatz entstehen, wo dann ja einmal in der Woche in der Regel ein Markt ist, wo ihr Obst und Gemüse kaufen könnt. Dort hinter dem Gebäude soll ein Milliparke entstehen, also so, ja, Milliparke, ein Park, eine Parkanlage, wo man laufen kann, wo man sitzen kann, aber gibt der ganzen Geschichte noch mal so anderthalb Jahre auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist in der Stadtplanung so festgelegt. Dort vorne sieht man jetzt nicht, haben wir einen kleinen Bach. Der wird auch entsprechend begrünt und geht bis vorne runter zur Straße. Also kann man hinter den Gebäuden langlaufen, über den Park, durch den Park. Hier werden wir, wie ihr seht, dort haben wir schon einen Frauenhammam, werden nach und nach Geschäfte sein. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal in die Wohnung. Hier wären wir auch im Eingangsbereich schon angekommen. Hier wird natürlich noch alles entsprechend gemacht. Das sind keine echten Pflanzen leider, das sind Kunstpflanzen. Hier kommt man rein und was wir hier auch haben, ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben den Keller, wie man das kennt. Kommt mit. Hier, wie ihr seht, langer Gang, Kellerabteile. Kellerabteile, es ist kein Keller, es ist ja im Erdgeschoss. Jetzt könnt ihr mal schauen von der Größe. Hier kann man sich natürlich, wie man das möchte, das entsprechend einrichten. Man kann sich die Regale machen, Sachen, Wintersachen, die wir ja Gott sei Dank hier nicht so oft brauchen, können die hier deponieren, abschließen, Schlüssel und wir schauen uns weiter hier um. Also ihr seht ja, wie viel Platz hier ist. Das ist ein Versammlungsraum, wird auch noch entsprechend fertig gemacht. Kann man dann Tische und Stühle reinstellen, wenn zum Beispiel Eigentümerversammlung ist. Hier kommt noch eine Küche, wird noch entsprechend verkleidet. Ihr hört es am Echo. Hier haben wir noch Toiletten, Damen- und Herren-Toiletten. Und jetzt gehen wir hoch in die Wohnung. Na, wen haben wir hier? Willkommen im dritten OG. Wir fangen direkt mit der Tür an. Das ist wirklich mal was anderes, ein bisschen mit Holzoptik, sehr schön, kommt rein. Hier haben wir wieder die obligatorische Sicherheitstür, die man zwar nicht braucht, aber hey, besser man hat etwas, was man nicht braucht, als dass man etwas nicht hat, was man braucht. Nächster Platz für eine Garderobe, könnte man vielleicht sogar noch eine Sitzmöglichkeit machen, schöne Schränke bis oben hin, das wäre dann auch entsprechend kaschiert. Hier haben wir direkt wieder die Gegensprechanlage, hier oben indirekte Beleuchtung, machbar. Ich finde es super. Wenn man reinkommt und man steht nicht direkt irgendwie im Salon, normalerweise ist es nämlich so bei den Neubauten 1+1, 2+1, man kommt rein, hat vielleicht ein kleines Flurstück, so mini, oder aber man steht direkt im Salon drinne, wo natürlich auch die Küche integriert ist. Apropos Küche, es ist untypisch, dass es eine getrennte Küche gibt, weil kostentechnisch, platztechnisch macht man das zusammen. Mit dem Salon. Hier ist es anders und das schauen wir uns an.
Habe ich zu viel versprochen? Also das ist eine Küche, ja, nicht Mini, nicht Super Maxi, passt genau. By the way, hier haben wir direkt ein bisschen Blick auf die Berge, leider auch auf die Häuser. Oben Isle of Alania Schild, auch machbar. Und ja, wie gesagt, ohne Elektrogeräte wird das natürlich übergeben. Muss man sich dann käuflich erwerben. Klimaanschluss, wieder über der Tür befindlich. Dualgas, Vorbereitung auch gemacht. Ist schon nicht schlecht. Vor allem die Küche, guck mal, wie schön die Farben, die passen so schön ineinander. Ich mag es persönlich sehr, sehr. Anthrazit, ich mag dunkle Farben, kombiniert mit etwas Hellem. Wir haben übrigens eine ähnliche Küche, also jetzt keine Anthrazit, wir haben die komplett in, nennt man das Satin? Ja, Satin, Weiß, irgendwas. Aber auch so versteckte, selbstschließende haben wir uns nachträglich installiert. Stimmig und wir gehen weiter. Also eigentlich müsste ich für die Arbeit Kilometer Geld bekommen. Bevor ich das vergesse, schaut mal, wie viel Platz. Ihr könnt da einen 2-Meter-Tisch könnt ihr locker hinstellen. Schaut mal von der Entfernung. Das geht sich aus. Das geht sich definitiv aus. Und wir schauen uns direkt auch das erste Badezimmer an. Ausreichend Platz, wie ich finde. Die Möglichkeit einer indirekten Beleuchtung. Die Kabel liegen natürlich entsprechend. Toilette, Duschkabine, bis oben hin gefliest. Vom Badezimmer direkt gegenüber. Wären wir auch schon im ersten Gästeschlafzimmer. Auch wieder Klima, über der Tür befindlich. Und ja, wir haben über 20 Grad. Hier drinnen ist es wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Ach, herrlich. Dezemberwetter. Kann man machen. Unten, ihr seht die Durchfahrt, da haben wir einige Geschäfte. Die Straße, die Hauptstraße, die ihr dort seht, das ist die D400. In die Richtung rechts runter geht es Antalya. In die Richtung links runter geht es zum Flughafen Gazi Pascha. Und geradeaus weiter durch, das sind vielleicht 1,5 Kilometer, maximal 2 Kilometer, dann seid ihr am Strand. Das ist wirklich nicht weit. Ihr habt wirklich eine zentrale Lage. Hier wären wir im Master Bedroom im Hauptschlafzimmer angekommen. Auch wieder Klimavorbereitung über der Tür. TV-Anschluss auch vorhanden. Dualgas auch wieder da. Für Dezember haben wir schon ganz gutes Wetter, würde ich sagen. Diese grüne Fläche, die ihr hier unten seht, das wird ein geschlossener Pazar, also Pazar-Wochenmarkt. Der soll aber überdacht werden, Kapalle, überdacht. Und ja, dann habt ihr quasi alles um die Ecke. Wie gesagt, an der Seite werden nach und nach Geschäfte kommen. Ihr habt hier einen Schock, ihr habt hier diverse Einkaufsmöglichkeiten. Vorne ist so ein Point von Yemeksepeti. Das ist ein Online-Lieferdienst, kennt ihr bestimmt. Und zu jedem Master Bedroom gehört natürlich auch mittlerweile ein Badezimmer. Auch hier wieder Dusche, bis oben hindurch gefliest. Und last but not least, bevor ich es vergesse, natürlich haben wir auch ein Wohnzimmer. Kommt mit. Endlich mal eine ordentliche Größe in einer 2+1. Also, was soll man sagen? Das geht sich aus. Wir haben 170 Quadratmeter übrigens. Hier Fiberglas, machbar. Indirekte Beleuchtung, machbar. Klimavorbereitung, wie immer, wie ihr es kennt. Über der Tür befindlich, für mich eigentlich der beste Platz. Noch besser wäre natürlich in der Decke integriert. Aber das wird wenig gemacht. Jetzt kommen wir natürlich zum Highlight, dem Balkon. Ach ja, erwähnt ihr schon, dass wir Dezember haben? Ja, oben Berge, Isle of Alania Schild. Dort hinten, das könnt ihr sehen. Ich versuche euch das mal im Zoom nachher reinzuholen. Seht ihr, da könnt ihr die Gleitschirmflieger sehen. Die landen unten am Kleopatra-Strand. Hier haben wir die Burg, also ihr habt auch ein bisschen Burgblick, nachts wunderschön beleuchtet. Genau dahinter ist der Kleopatra-Stand, wo die besagten Gleitschirmflieger auch landen werden, wenn sie denn heil runterkommen, so zumindest der Plan. Ach, herrlich, da haben wir direkt wieder Burgblick. Endlich mal eine vernünftige Größe bei den Neubauten. Meistens sind die Balkone so in etwa. Das ist Standard. Die normalen Neubauten sind so 60 Quadratmeter roundabout.
Lass es 75 Quadratmeter sein, Maximum, brutto, nicht netto. Hier haben wir, wie gesagt, 117. Wir befinden uns in Förla. Zu den Aktivitäten, hatte ich euch ja schon gesagt, haben wir nur Camellia, eine Barbecue-Area, Parkmöglichkeiten und die Stadtnähe definitiv. Also wenn ihr nicht unbedingt einen Pool haben möchtet, ist es optimal. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das kommt irgendwann, das gerät in den, ja, in den Hinterhalt den quasi. Nee, Mama, man beachtet ihn nicht mehr. Und das Praktische ist, du bist direkt in der Stadt. Ja, eben. Wann gehe ich denn schon mal in meinen Pool? Ja, abends um 8. Okay, wie oft mache ich denn das? Und der kostet mich extra Kohle. Kostet mich auch 800 Euro im Jahr. Wir haben ja auch manche, die zu Fuß in die Stadt gehen von hier. Du kannst nur zu Fuß laufen. Du kannst mit dem Bus fahren, du kannst mit dem Taxi fahren, du kannst mit dem Roller fahren. Mega zentral, ja? Und du kriegst dein IKA mit hier. Ganz wichtig. Keine Probleme damit. Also unsere Kunden, die von hier, von dieser Umgebung, von der Stadtteil was gekauft haben, sind mega zufrieden. Ihr habt hier, by the way, wo meine Frau es gerade anspricht, ihr habt in der Nachbarsiedlung, das ist übrigens von der gleichen Baufirma, habt ihr einige Leute, die Deutsch sprechen, die aus Deutschland kommen. Die kommen lustigerweise alle rund um Köln herum. Ich habe die ganzen Kölner, Leverkusener, die habe ich hier alle stadtnah verfrachtet quasi. Und die sind ja auch super zufrieden. Mit dem einen oder anderen habt ihr auf Türkei auf Deutsch schon mal ein Interview gesehen. Wie dem auch sei, alle Informationen werdet ihr wie immer in der Infobox finden. Bei Anfragen könnt ihr mich gerne direkt telefonisch via WhatsApp kontaktieren oder natürlich via E-Mail, dennis@novaturkey.com.de. Wenn euch das Thema Immobilie interessiert, abgesehen von dieser Immobilie, gerne unsere Internetseite www.novaturkey.com.de aufsuchen. Ja, für uns heißt es jetzt weiter und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.